Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute mal aufzeigen, ob der Holzspalter aus dem Hause Attica, das ist bei mir der Holzspalter ASP4N2, ob dieser für den häuslichen Gebrauch was taugt oder ob es unbedingt ein viel, viel größeres Teil sein muss. Und wie das geht, seht ihr in einer neuen Folge von Jörg erklärt. Ja, ich habe mir hier einen Holzspalter aus dem Hause Attica zugelegt und dieser ist der ASP4N-2 und dieser kommt mit einer Drückekraft, also Holzspaltkraft von 4 Tonnen daher. Sollte für meinen Fall eigentlich normalerweise ausreichend sein, da ich jetzt hier für mich jetzt hier nur ganz normales Feuerholz herstelle für meinen kleinen Kaminofen und von daher sollte dieses Teil hier, denke ich mal, seinen Zweck erfüllen. Ob es denn wirklich so ist, werden wir das jetzt gleich mal feststellen. Wenn man diesen Holzspalter erwirbt, bekommt man hier ringsherum noch mehrere Bleche dazu geliefert. Sogenannte Schutzbleche, kann man einen Schutzkäfig hier herum bauen. Aber ist für mich, für meinen Fall, jetzt nicht unbedingt erforderlich. Müsst ihr für euch selber entscheiden. Der Hersteller gibt vor, diesen Schutzkäfig unbedingt zu benutzen. Ich lasse das außen vor und ich arbeite ganz normal mit dem Spalter hier ohne Schutz. Was wir natürlich benötigen, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, ganz normale Arbeitsausrüstung. Und wir haben hier auch einen 220 Volt Anschluss, also keine 400 Volt. Und das ist auch sehr gut. Und von daher ist das jetzt auch überall, sage ich jetzt mal, handelbar. Der Holzspalter hat jetzt einen Arbeitsbereich von 37 cm. Ist jetzt nicht unbedingt die Riesenwelt, aber für meine Zwecke hier für ein Kaminholz ist das ausreichend und ich brauche jetzt nicht solche Stämme in der Länge, wenn ich das gar nicht bei mir in den Kaminofen hereinbekomme. Ja, zum Durchmesser gibt es zu sagen 25 cm sollten es oder dürfen es sein laut Hersteller. Mehr sollte man hier nicht spalten und wir werden das jetzt mal probieren, was er hier alles spalten kann. Ja, bei mir ist das jetzt alles hier, dreht sich alles um hier teils abgestorbene Birke, schon teils angetrocknet, also nicht mehr ganz so frisch, aber ich habe dann auch noch frische und dann werden wir hier mal austesten, ob das hier losgeht. Als erstes gilt es natürlich, den Holzspalter ins Netzbetrieb zu versetzen, also Stecker, Steckdose hereinstecken und hier oben gibt es noch eine Entlüftungsschraube und diese ist bevor der Benutzung des Spalters immer etwas zu lösen, dass hier Luft gezogen werden kann. Nach Beendigung der Arbeiten wird diese Schraube immer wieder geschlossen, müsst ihr aufpassen, sonst könnte hier das Öl herauslaufen, wenn er gekippt wird in die verkehrte Richtung und das wollen wir ja nicht. Und dieser Holzspalter ist so ausgerüstet, dass er hier einen Schalter hat. So, der Schalter ist für unseren Motor, dass der Motor anläuft und hier hinten haben wir noch einen Hebel und dieser setzt dann hier unser Gerät in Bewegung, wenn ich hier drauf drücke. Das hat den Vorteil, dass wir hier immer beide Hände im Einsatz haben, also quasi Arbeitsschutz. Ja, und dann werden wir jetzt mal probieren. So, und jetzt testen wir das gute Stück mal aus. Holz drauf, hier ranschieben. Wer will, kann es schon hier ransetzen und drücken wir mal drauf hier. Und wir sehen schon. Macht ordentlich Ballett, ja, also denke mal, nicht schlecht. Und langt er eigentlich schon so zu, immer die Länge. Und ihr seht, wie schön der hier aufspaltet. Sehr schön, ziemlich hart, das Holzchen. Also könnt ihr auch wunderbar schöne kleine Hölzer hier herauspressen. Und funktioniert einmal frei. Ist natürlich mit so einem Langholz. Hier haben wir jetzt mal, ich glaube,
36 cm. Also, funktioniert. Sehr gut. Das wird schon. Und wer es halt noch feiner mag, kann es natürlich noch etwas feiner machen. Theoretisch braucht man bloß im vorderen Bereich ja immer Spalten und kommen schöne Teile heraus hier. Und diese sehen wir natürlich mit etwas größeren Durchmesser. Und mal sehen, ob wir damit auch zurechtkommen. Wie ihr seht, packt er alles. Also ist hier kein Problem für den Spalter, auch größere Sachen hier zu nehmen. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass er von automatisch hier zurückgeht und braucht man sich nicht darum kümmern, um diese Geschichte. Aber wenn ihr seht auch, dass diese 4 Tonnen hier absolut ausreichend sind, würde ich meinen. Also tut, was er soll, das Teil. Und jetzt weiter. Ja, also ich würde mal sagen, die 4 Tonnen, die reichen ja locker aus. Auch die Länge ist vollkommen ausreichend für den Heimbedarf. Wer es natürlich größer braucht, also für größere Kessel oder quasi Holzvergaserheizung, ist natürlich dieses Teil jetzt nicht geeignet. Da müsst ihr natürlich größer kaufen, aber dieses Teil für den Heimgebrauch absolut zu empfehlen. Ja, und ich packe auch noch mal einen Link unten in die Beschreibung mit hinein, wo ich das Teil mal mit verlinke und könnt ihr mal reinschauen und auch wenn ihr so ein Teil bestellen wollt, euch dort stellen. Ja, also von meiner Seite her kann ich hier absolute Kaufempfehlung geben. Kein Sponsoring hier, habe ich mir selber gekauft und von daher, ich wollte es halt einfach mal austesten und bin damit sehr zufrieden und es macht, was es soll und tut mir lästiges Holzhacken hier ersparen und das tut auch meinen Rücken hier entlasten und von daher 1500 Watt hat das Teil insgesamt in der Leistung und von daher sollte das auch eine gute Sache sein. Hat ein paar Räder dran, kann man dann wunderbar hochstellen und dass es wenig Platz wegnimmt und von daher ja, gibt es hier eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja, das soll soweit gewesen sein. Wenn das Video euch gefallen hat, wie immer, einen Like nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wer immer noch kein Abonnent meines Kanals ist und gerne werden möchte, drückt jetzt rechts unten auf das Abo-Knöpfchen. Wir sehen uns dann natürlich in einer neuen Folge wieder, wenn es wieder heißt, Jörg erklärt.